Hallo miteinander, herzlich willkommen bei RBBQ. Heute gibt es wieder mal ein Dessert. Nein, es gibt zwei Desserts. Und zwar die Klassiker. Einmal ein Garoelenköpfli. Kennen wir von weit früher. Haben wir immer gegessen als Kind. Wir verbinden da Emotionen damit. Und das zweite Crème Catalan. Beide ganz ähnlich im Aufbau. Beide ganz ähnlich im Geschmack. Aber da gibt es einen Unterschied. Welches habe ich echt lieber? Viel Spass! Zutaten für Karamellköpfli sind Vanilleextrakt, Vanillezucker, zwei Eier, ein bisschen Wasser, Zucker, noch mehr Zucker, Milch und zwei Pfännchen. Anfangen tue ich auf dem Seitenbrenner, da setze ich mir ein Töpfchen auf. Da kommt der Zucker rein und ein bisschen Wasser. Das lassen wir jetzt schön aufkochen und zu Karamell werden. Wenn der Karamell eine schöne Farbe hat und anfängt zu schmecken, ist es Zeit, um mit Wasser ablöschen. Das Ganze wird umgerührt, bis sich der Karamellzucker schön aufgelöst hat. Und jetzt kommt er in zwei Kokotteline. Und das wird dann für eine Stunde kalt gestellt, dass sich der Karamell verfestigt. Jetzt kann ich mir Milch aufkochen. Dazu gebe ich ein Päckchen Vanillezucker, das Vanillextrakt. Und während dem Milch aufkochen, tue ich mir Zucker und die zwei Eier wieder ins gleiche Karamellpfändchen. Tue mir das kurz verrühren. Und jetzt kommt die kochend heiße Milch ganz langsam zu der Ei-Zucker-Mischung und unter ständigem Rühren wird das vermischt. Und jetzt kommt das durch ein Siegel durch passiert direkt in die Kokotte mit dem kalten Karamell. Den Grill habe ich vorbereitet. Links und rechts ist der Brenner an auf Minimum. In der Schale in der Mitte hat es Wasser drin. Die Kokotte kommen jetzt mit einem Deckel drauf ins Wasserbad, 150 Grad im Grill für 40 Minuten. Jetzt kommt Crema Catalana zum Zug. Für das braucht es Zitronenschale, wieder mein Vanillextrakt. Zucker, Milchrahm, Maizena, zwei Eier. Und wieder das Pfändchen. Im Pfändchen kommt Milch dazu. Der Rahm kommt gerade hinten an. Das Vanilleextrakt. Und das Päckchen von der Zitronenzeste. Das wird jetzt langsam aufgekocht. Während die Milch und Rahm aufkochen, habe ich ein Pfännchen mit Zucker, zwei Eier und Maisstärke, also das Maizena. Tun wir das auch wieder kurz verrühren. Und ähnlich wie bei den Karamellköpfli kommt jetzt auch in die Ei-Zuckermasse die kochende Flüssigkeit langsam dazu. Ständig ein bisschen umrühren. Der einzige Unterschied, der jetzt besteht zum Karamellköpfli, Crema Catalana hat Maizena drin, das heisst, das bindet. Darum tun wir das direkt jetzt wieder auf dem Gasbrenner langsam zum Kochen bringen. Und wenn jetzt so die ersten Blätterli kommen, so wie jetzt, ist es Zeit zum Abnehmen.
Das Ganze wird wieder durch ein Sieb in eine feuerfeste Schale umgegossen und passiert, damit die Zitronenstücke draussen sind, eventuell geflocktes Ei, dass es eine schöne glatte Masse gibt. Wenn die Masse jetzt 2 Stunden können durchkühlen konnte, kommt noch eine Handvoll Grießzucker dazu. Dann kommt mein Bunsenbrennerli zum Einsatz. Jetzt tun wir den Zucker schön mit dem Gasbrennerli karamellisieren. Und so ist das eigentlich genussfertig. Das Karamellköpfli hat jetzt 3 Stunden können nach dem Wasserbad durchkühlen. Ich tue mir da mit einem Messerli den Rand anlösen. Das Karamellköpfli ist natürlich gestürzt, darum wird das jetzt auf den Teller gestürzt. Karamellköpfli oder Crema Catalana? Relativ einfach, relativ schnell gemacht, muss einfach gut durchkühlen. Was schmeckt mir besser? Ein typisches selbergemachtes Karamellköpfli, das hat so ein Ei-Gau, muss also sein. Schön süß vom Karamell. Habe ich immer noch gerne. Und Crema Catalana. Ganz leichte Zitronennoten. Der knusprige Karamell oben drauf, wenn du durchstichst. Mein Fazit: Ich habe beide gerne. Wenn ich müsste entscheiden, Crema Catalana. Hoffentlich Spass gehabt im Video. Hoffentlich machen wir mal ein Dessert vom Grill. Also bis dann, nächste Woche, RBBQ und tschüss. Also mein persönlicher Favorit, Crema Catalana, einfach der Knack vom Karamell, die leichte Zitronennote, passt mir ein bisschen besser. Karamellköpfli trotzdem mal probieren, selber machen. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen, bis nächste Woche, RBBQ und tschüss.